Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Fastest Frontier. So, wir werden mal gucken, ob wir die Mauer dann noch überhaupt brauchen oder ob wir uns hier einfach unendlich genial ausbreiten können, denn wir haben ja in der letzten Folge, da hinten waren wir gerade noch, ne? In der letzten Folge hierhin angefangen, eine Mauer zu bauen. Entschuldigung, niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Wir bauen hier einen Raumtrenner. Ja, einen überdimensionalen Raumtrenner, der uns einfach vor anderen Leuten, ne? Der uns da dann schützt und im schlimmsten Fall brauchen wir hier auch nochmal irgendwo einen Raumtrenner. Das kriegen wir dann aber auch hin, denn hier sind ja nochmal Steine. Also müsste da sowieso nochmal irgendwo ein Arbeitslager hin. Das kriegen wir dann schon. So, da wird wieder Gold abgeholt. Hier wird ein bisschen vor sich hingearbeitet. Da liegen ein Haufen Fische. 190% Fische. So, zwei neue Dorfbewohner, die geboren wurden. Sehr schön. Wie sieht es hier unten aus? 2, 1, hervorragend. Kann man das direkt? Nein, kann man nicht, weil uns fehlen natürlich 150 Bretter. So, da wurden Dorfbewohner geheilt. So, wir fangen mal an. Hier, du. Wie ist mein Herdenbestand? Der liegt bei 10 von 10, 10 von 10, 11 von 10. Herdengröße, bitte eine Kuh. Eine Kuh bestätigen. Hallo? Nein, nicht Herdengröße. So, hier. Nicht 16, sondern 10 bestätigen, Herde teilen. So. Eine Kuh bestätigen nach 4. Confirm. Sehr schön. Dann hierher. Da ist der Herdenbestand, liegt dabei. Okay. 10, 10, 10, 10. Okay, pass auf. Wir machen das so. Herde teilen. So, 2 bestätigen. Hier hin. Jawohl. Dann hier rüber, dann hierher, dann Herde teilen. 2 bestätigen. Bestätigen. Dann wieder hier rüber. Hier hin, Herde teilen. 2 bestätigen. Zurück hierhin, bestätigen und dann hier Herde teilen. Hier wieder 2 Kühe und auch wieder hierhin. Jawohl, sehr schön. Dann hier nehmen, dann beide Einstellungen und dann natürlich hierhin. Sehr gut und dann kommen da 2 Kühe, da 2 Kühe, da 2 Kühe, da 2 Kühe und dann werden wir reingebracht. 13 Dorfbewohner haben die Schule abgeschlossen. Was möchtest du? Du warst doch vorher schon da. So, okay, pass auf, wir können dich nochmal um ein paar Goldstücke erleichtern. Das ist sehr schön. Soll ich sonst noch irgendwas bei? Nee. Schade. Komm, da müssten wir mal noch aufs Auge drücken. Ne? Hier, so. Gegenstände verkaufen und jetzt geht er als wirklich armer Kerl hier wieder raus. So, dann haben wir 81, 78, 96, 75. Du hast gewonnen, nimm den Kompost. So, hier drauf, hier rüber. Ja, so gefällt mir das doch schon wieder viel besser. Auch die Steine, das Holz, alles voll. Alles so viel besser. So, da la. Dann hier das, das, das. Also es sieht schon deutlich besser aus, ne? Da kann man jetzt so her nix. Nee, kann man nicht. Haben hier Verarbeitungsrate 94%. Wir knallen da mal noch einen rein. Der Horus.
Der Horace macht das, ne? So, wie sieht's hier aus? Da sind mal wieder 12 Leute drin. Das ist schön. Das ist sehr schön. So, wie geht's denn hier jetzt? Wie geht's denn hier jetzt weiter? Ah, hier drüben wird nichts getan. Sieht zumindest nicht so aus. Da gammelt der Fisch und da freut sich die Kuh. Ja, das ist halt das Problem, weil wir halt hier natürlich noch nicht komplett abgesperrt haben. Aber wir werden die Kühe schon wieder einfangen. Das kriegen wir dann. Speichern. Das kriegen wir dann schon hin. So, da war gerade ein Karren. Okay, ja, jeder wie er meint, ne? So. Hier rum, hier rüber, hier ist auch schon lange nichts mehr angekommen. Ne? So von wegen, wir greifen euch da jetzt groß an. So, hier ist das Gold auf alle Fälle aufgebraucht. Da läuft irgendwer einem Reh hinterher. Auf 50 produziert, 45 produziert, okay. Ja, ich glaube, wir müssen mal hier so von da aus. So vielleicht so von hier, ne? So vielleicht. So vielleicht mal gucken, dass man das, ne? Das wäre schon schön, wenn man das so hinbekommen könnte. Ja, und hier hinten mangelt es natürlich noch an. Hier hinten mangelt es noch an Nahrung. Nur 2 Nahrungsarten. Ah, und ich weiß nicht warum, ne? Also hier der. Oh, wir können hier mal einen neuen Markttypi einstellen. Vielleicht hilft das was. Da hängen ja 2 drin. Apropos Markttypi, hier ist ja auch noch ein Markt. Da fehlt auch noch mal jemand. So, sehr schön. Eieieiei. Okay, hier hinten, das mit dem Unkraut haut irgendwie nicht hin, ne? Das funktioniert irgendwie nicht. Ich glaube, das ist zu nah irgendwo dran. 3 neue Dorfbewohner, die hier uns hier geboren werden. Ach, da ist der zweite Schuster, schaut mal. Haha. Hätte man auch jemanden zweiten einfach reinstopfen können, wäre auch gegangen. Da sterben Dorfbewohner an Altersschwäche. Das ist nicht schön. Hier ist nochmal so 78, 81, 75, da wird erst noch, da ist 76, da schmeißen wir drauf. Jawohl, ja. So, da werden die Kühe wieder reingetrieben. Wie sieht's aus mit Brettern? Sieht stabil aus. Erschreckend stabil. Und wir müssen schon wieder schauen, dass wir neue Häuser bauen. Boah, das reimt sich ja. Ja, was reimt ist gut, ne? Das hat in meiner Kindheit zumindest noch der Pumuckl gesagt. Ich weiß ja nicht, wer da noch alt genug für ist. Lasst mich das gerne wissen. Hier müsste man aber 10% ist schon arg wenig. Ja, 14 ist jetzt auch nicht unbedingt prickelnd. Aber 14 sind mehr als 10. So, da haben wir das gleiche Problem. Du bist irgendwo da draußen. Wir werden hier. So. So kann man, glaube ich. Das probieren wir mal aus. Dass wir da vielleicht noch irgendwo ein Häuschen hinbekommen. Da liegt ein Verstorbener. Kann irgendjemand mal die Tod aus ihrem Haus holen, damit der Neue einziehen kann? Das wäre doch mal eine Idee. Das wäre doch mal eine echte Geschichte. So, da la.
Da haben wir den, da haben wir den, da haben wir den, da fehlt schon wieder einer. Zack, rein mit dir, geht nicht, schade. Okay, dann würde ich sagen, hier Schuster. Okay, Schuster läuft schon wieder nicht. Wo ist der zweite Schuster? Ich hab's doch gerade. Ach ja. Egal, da wird schon jemand nachrücken. Ne? Wenn da jetzt bald wieder neue Leute kommen und so, dann wird da ordentlich nachgerückt. Da ist noch ein bisschen Weizen. Bin auch gerade am Überlegen, ob wir Feldfrüchte durch Fäulnis verloren. Ja, hat man zu lange stehen lassen. Ja, wir haben zu wenig Bauern. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein großes Problem. Hier so eine Mühle. Ich weiß, das war eine Birke, aber hier so eine Mühle. Ich bin schwer am Überlegen, ob wir hier draußen so eine Mühle hinpacken. Das ist bei Ressourcen zu Dödel. Das ist hier, da. Das ist Nahrungsmittelproduktion. Könnten wir hier hinsetzen. Bevorstehender Schneesturm. Oder wir könnten es, nee, da können wir es auf keinen Fall hinsetzen, aber da wird es hinpassen. Ich würde sagen, wir packen das dahin. Attraktivität minus saubig blau. Das ist in Ordnung. So, wir haben Futter für 7 Monate und in 3 Monate vergammeln. Das könnte unter Umständen eng werden. Da sind 2 neue Dorfbewohner geboren. Reicht das jetzt, um da einen reinzuhocken? Jawohl. Reicht es auch, um da noch einen reinzuhocken? Auch das reicht. So, der ist 20 Jahre alt, ja, aber das Köhlern lässt einen schneller altern. So, da ist das Zeug auf der Straße. Ich darf es ja gar keinem zeigen. Das ist Wahnsinn. So, hier rüber, da kommt der Schneesturm, dann verliere ich meine Maus wieder, ja, und schon ist sie weg. Da ist sie, ich hab sie. Ah, mitten im Bild, jetzt ist sie da. So, da draußen wird also eine Mühle gebaut. Das ist vielleicht tatsächlich gar keine so blöde Sache. Muss man mal gucken. Du bist ein Gerber. Du gar keine Maus. Der hat gar keinen Eingang, ne? Der Gerber hat gar keinen Eingang. Oder die Gerber machen Fellmäntel. Okay. Das ist ja toll. So, wie sieht's denn hier aus? Ja, Bretter, ne? Bretter sind einfach irgendwie nicht wirklich stabil bei uns. Aber das ist nicht so wild. Da, glaube ich, werden gerade die Steine, ein Stein für die Mühle langsam, aber sicher dahin gefahren. Ah, sollte vielleicht irgendwann so zwischen den Folgen mal laufen lassen. Einfach nur, damit die ganzen Bauprojekte mal abgeschlossen werden. So nach und nach, ne? Als Idee. Oh, stopp mal, da hinten haben wir noch ein Stück Straße vergessen. Das kann ja nicht sein. Hier auch. So, verbessern. Verbessere er. Da flüchtet schon wieder eine Kuh. Vielleicht möchte die irgendjemand aufhalten. Das wäre mal eine Idee. Aber offensichtlich hat da gerade keiner so wirklich richtig Bock drauf, die Kuh aufzuhalten. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. So, hier fressen sich die Ratten durch. Hopp im vollen Lager. Haltbarkeit erhöht um 20% durch Fässer. Da ist schon wieder, du bist auch schon wieder voll, oder? Lagergebäude ist voll. So viele Lager kannst du gar nicht bauen, wie du brauchst. War. So. Wirklich randvoll. Vielleicht sollten wir ihn umziehen. Vielleicht sollten wir ihn umziehen. Hier Standort des Gebäudes. Ja, funktioniert natürlich nicht, ne? Standort des Gebäudes. Wir könnten den ja einfach hier hin klatschen. Dann passt da noch ein Lager hin. Ja, zieh den mal von einer Straßenseite auf die andere. Das ist vielleicht eine Idee.
Dorfbewohnern unter Kühlung gestorben. Jana, hol auch Brennholz. Ach, das kann ja nicht sein. Im Jahr 89 sind neun neue Nutztiere geboren. Das ist natürlich schon bombastisch. Hier habe ich natürlich vergessen, die Herdengröße einzustellen. Herdengröße, bitte 10 Tiere. Melken bitte aktivieren. Hier ist Melken auch aktiviert. Hier auch und hier auch. Und natürlich ist überall ein bisschen weniger, ne? Ist ja ganz klar, dass da überall ein bisschen weniger ist, weil wir haben auch weniger Tiere gehabt. Wir müssen jetzt im nächsten Jahr auch da Milchproduktion 70%. Ja. Futtervorräte passen hier nur nicht. Leider, warte ich an, dunkelgrünste Weiden. Ja, hier sieht aber auch tatsächlich relativ gut aus. So. Wie macht man das jetzt am besten? Also hier die Straße, die ist ja ganz hübsch, aber irgendwie ist die halt im Weg. Ach, hier da hinten liegen. Da liegt noch Zeug, was? Da liegt noch, naja. Anyway, was liegt hier noch? Da liegt noch zwei Wasser. Da liegt nix und da liegt auch nichts. Okay. Ja. Ich wollte ja eigentlich in die Richtung weiter, aber das ging natürlich nicht. Bitte hier, komm. Bitte hier, komm her. Bitte hier, geh dahin, weil hier geht nicht, weil, ja, geht. Also, geh bitte hier hin. Und dann müssen wir von hier oben so, da, da. Ein reisender Händler ist eingetroffen. Reisender Händler, zeige dich mir, da bist du. Komm. Ging schon wieder nicht, weil da war ein Hänger drin. So, da haben wir ihn. Du hast ordentlich Steine dabei, das ist in Ordnung. So viele Steine hast du nicht dabei. So viele hast du dabei. Gegenstände verkaufen haben wir gemacht. Sehr schön. Was hast du für uns? Du hast Sand für uns. Nicht blöd da. Kaufen, transportieren. Wie sieht es hier aus? Da kann man es wieder. Aber nicht so viele. So viele geht. Gegenstände verkaufen. Sehr gut. Was hast du dabei? So, du möchtest uns das verkaufen. Das möchten wir aber nicht haben. Da hätten wir gerne wieder 100 Stück auf Lager. Bestätige das mal. Was hast du bei? Du hast Holz bei und Stämme. Ja, aber da bist du mir tatsächlich zu teuer, Kollege. Da bist du mir leider tatsächlich zu teuer. Also machen wir hier einfach mal weiter. Jawohl, wie sieht es hier unten aus? Hier unten sieht es aus, als wären wir da schon wieder gut dabei. So ist dem auch. Sehr schön. So, dann gehen wir mal hier rum, hier rüber. War ja klar, ich bin ja gerade weg von dem Haufen. Wieder bitte in die Mitte rein. So, okay. Du nimmst das hier für 6, das ist mir aber tatsächlich wenig. Nö. Er zahlt gut dafür. So, Gegenstände verkaufen, sehr schön, kommen noch 42 dazu. Wie sieht's bei dir aus? Du brauchst gar nicht, das brauche ich nicht. Läuft, dann bitte einmal weg. Und dann gucken wir mal dahin und dann, da ist doch jemand drin, warum wird dieses Problem hier nicht bekämpft. Jetzt geht er da rein. Jetzt wird bekämpft.
Jetzt wird weiter bekämpft. Sehr schön. Und dann können wir mal, ne? So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. Dann hier bitte nochmal Mauern und war das? Neugeborene, ja, wir machen gleich. Moment. Ist hierher. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 10. Okay. So rum. Und dann so rum und dann ist der da natürlich an der Seite, warum auch nicht. Dann der hier dahin und dann hier nochmal, hier, bis hierher und dann von hier. Hier rüber, dahin haben wir und dann hier und der da und dann bitte dorthin. Und dann gucken wir mal, da ist wie gesagt ein weiterer Händler, aber ich glaube nicht, dass der was für uns hat. Das muss ich fairerweise sagen, dass ich das einfach nicht glaube. Da sind mal wieder vier da. Ja. Ach verdammt, schaut mal, das vergesse ich auch immer wieder, ne? So, da hau da mal Bier rein. So, hier rum, hier rüber, hier. Ich weiß, der 6 ist schon ein bisschen. Kommt da. Aus der Gegend verkaufen, läuft. Nimm mit die Hälfte hier so. Da, nimm mit die Hälfte. Wie sieht's bei dir aus? Brauchst du noch was? Hast du noch irgendwas, was gut wäre, was man. Hast keine Steine? Du hast auch keine Steine. Du hast auch keine Steine. Okay, wie sieht's bei dir aus? Hast du Steine? Und auch du hast keine Steine. Das ist sehr schade, aber hey, so ist es halt. Ja, er krankt an gebrochener Knochen. Hier bitte einmal weg. Dann zack. Verlorene Feldfrucht durch Krankheit. Natürlich. Wer hätte es gedacht? Wach. So. Oh, 24 Schüler haben die Schule abgeschlossen. Das ist sehr gut. Das gefällt uns sehr gut. Hier hinten sieht ganz okay aus. Da müsste aber langsam auch mal was passieren. Wir werden mal hier und dann so vielleicht auch nicht. 8 Menschen. Wir nehmen sie. Wir haben. So, wir lassen das mal und dann fehlt es uns an Wohnraum. Schon wieder. Aber da kommen die Leute nicht mal raus, wa? Das ist so schlimm. So, wir brauchen, da wurden Plünderer gesichtet, wir brauchen trotzdem Wohnung. Da passt er nicht mehr rein, da passt er auch nicht rein. Da passt er hin, da drehen wir uns, dann drücken wir und dann ist die Post gekommen. Ich bin gleich wieder da. Und da ist er auch schon wieder. So, Mensch, hasse, ne? Genau, da packen wir den rein. Da können wir nicht. Ach, Mensch, wir wurden ja gerade angegriffen. Verdammt,
sind sie, da sind sie, da kommen sie, da laufen sie. Wo sind sie? Da sind meine Mannen. So, hier hin. Zack. Ja, da machen sie jetzt natürlich Türme kalt. Ja, oder versuchen es zumindest. So, wo sind unsere? Da sind sie. Ja. Ja, da rennen die ersten. Oh, diesmal geben sie uns ordentlich 50 Plünderer. Oh, dieses Mal geben sie uns richtig. Ja, kommt schon. Ja, komm. Ja, da hinten laufen die ersten schon. Ja. Ja, sehr gut. Stopp. Boah, 16 Dorfbewohner angegriffen. Das ist falsch. Ich möchte diese Fahne. Markierung verschieben. Hier hinter. Komm, rennt. Ja, okay. Also die haben sich... Das hat sich schon mal einigermaßen gelohnt. Hier hinten auch die... Ne? Oder gehen die erst direkt wieder rein? Ja, es ist... Kann man wohl vergessen. Da passiert nichts mehr. Lasst es gut sein. Zurück zur Kaserne. Oh Gott, ich hoffe, der Rest von euch ist nur verletzt und nicht schon wieder tot. Jawohl, hier liegt gut Gold. Geh mal hier hin. Einen hat's erwischt. Verdammt. Okay, Raubzug mit 77 Leuten. Sie haben uns einen Dorfbewohner getötet. Das war wahrscheinlich hier unser Soldat. Wir packen einen neuen rein. 3 Gebäude haben sie zerstört. Das heißt, sie haben wieder irgendwo Zäune erwischt, die Schweine. Da ist ein Zaun. Wo haben sie uns noch einen weggehauen? Irgendwo müssen sie uns noch was weggebombt haben. Ja, keine Ahnung. 1, 2, 3, da sind sie. So, wir packen uns hier Zauntool hier hin. Glaubt ihr gesichtet, wieder aufbauen. 1, 2, 3, das waren sie. Genau. Gebäude angegriffen. Wo ist dieses Raubtier, von dem ich gehört habe? Da hinten ist er und tot ist er auch. Aber ich glaube, sie konnten uns nichts wegplündern. Ja. So. Sehr schön. Da müssen wir hier gucken. Wir packen uns mal den hier und verschieben das mal. Hier hin einfach mal nur ein Stückchen zur Seite. Hier, nee, geht nicht, okay. 2 neue Dorfbewohner schon wieder geboren. Alles ist voll, hier schon wieder Müll und Dreck. Ich bin mir sicher, 73 gewinnt, der hätte nämlich vorher schon gewonnen. Und du, dich können wir 73, 76, 91, 80, 79, nee, dann war es glaube ich hier unten, ne? Richtig, hier mit 76. Hau das da mal drauf. So. Ein Postplatz. Ja, die Felder können wir nicht verschieben. Oder die Einstellungen speichern. Das wäre übrigens noch super, ja, wenn man, ne? Halt. Passt schon. Alles gut. Lass das ruhig so machen. Wenn man noch so Feldeinstellungen speichern könnte, um sie dann auf ein neues anzuwenden, einfach nur um die Felder zu verschieben. Wenn denn dann die Stadt ein bisschen vor sich hin wächst. Ja, so, da wird auch schon wieder gebaut. Da hinten wird auch langsam schon wieder. Langsam, aber dennoch sicher, ne? So, da hinten werden Bäume gefällt. Hier müsste man mal wieder
Vielleicht hier so, dann fühlen sich die Tiere vielleicht auch wieder ein bisschen wohler. Wie sieht's hier aus? Wir haben immer noch keine 150 Bretter. Natürlich nicht. So, wie sieht's hier vorne aus? Hier vorne sieht's gut aus. Wie weit würdest du denn gehen? Ach, leider nur bis dahin. Schade. Aber nein, ich wollte ja noch was ganz anderes machen. Halt einen Augenblick hier. Straße. So. Und dann von hier aus bis hier zurück und dann von hier einmal gerade hier so, ne? Das möchte ich nicht. Das sieht irgendwie nicht cool aus. Gefällt mir nicht. So. Hier, okay. Feldfrüchte durch Fäulnis verloren. Das ist so unschön. So, was macht ihr denn? Ihr habt hier 86%. Wenn ich euch jetzt verstelle, sagen wir hierhin, dann habt ihr nur 84%. Das ist jetzt natürlich nicht schön, ne? So, 75, 3 und... Bis wohin? Wäre doch eigentlich perfekt. Naja, dann halt nicht. Aber wir haben ja auch eigentlich ausreichend Honig erstmal. Würde ich jetzt zumindest sagen. So, aber meine Lieben, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vergesst nicht zu bewerten, lasst gerne auch einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal und ciao.